Jakarta 2008. Der deutsche Außenminister landet in der indonesischen Hauptstadt mit einer besonderen Mission. Sein Ziel? Die deutsche Schule Jakarta. Hier ruft er die Initiative PASCH, Schulen Partner der Zukunft, aus. 10 Jahre später gehören bereits über 1800 Schulen außerhalb von Deutschland dazu. Ein Netzwerk, das die ganze Welt umspannt. Das Ziel? Deutschlernende unterstützen, Bildungsbiografien fördern, Deutschland den Schülern nahebringen. Längst sind die PASCH-Schulen zu Botschaftern der deutschen Kultur geworden. Die PASCH-Initiative ist ganz wichtig für das Auswärtige Amt, für die internationale Kultur- und Bildungspolitik, aber natürlich letztendlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Über 600.000 junge Leute, die auf der ganzen Welt auch mit Deutschland in Berührung kommen. Für die Durchführung des Projekts arbeitet das Auswärtige Amt mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Pädagogischen Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz zusammen. 2018 feierten die Partner gemeinsam das 10-jährige Bestehen des Projekts. Schulen, die die PASCH-Plakette tragen, stehen für exzellente Sprachförderung. Durch den Verbund im Netzwerk bieten sie außerdem Angebote, die weit über das Lernen im Klassenzimmer hinausreichen. Wettbewerbe, Austausche mit deutschen Schulen, internationale Schülerzeitungen und Sommerkurse sind nur einige der Aktivitäten. Das sind Bereicherungsprozesse, die die jungen Leute zusammenbringen. Also die haben einfach Lust auf diese Partnerschaft. Die haben Lust auf Brückenbau, die haben Lust auf Austausch und die haben Lust auf PASCH. PASCH verbindet! Gefördert wird PASCH auf höchster Ebene. Der Bundestag bewilligt Jahr für Jahr umfangreiche Fördermittel. Eigentlich ist das auch im ganz ureigenen Sinne von Deutschland. Das sind kluge junge Menschen, die sich verstehen, innerhalb der Welt, auf der Welt, aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen und eine Brücke zu Deutschland haben. Besser kann es gar nicht gehen. Ich glaube, dass das beste Rezept gegen Fake News Fakten sind. Gegen Populismus hilft Bildung. Und gegen Nationalismus und Abschottung hilft es, Sprachen zu lernen, zu reisen, die Augen zu öffnen für andere Kulturen und so für unsere gemeinsame Humanität zu entdecken. Und genau das, ganz genau das, ist das Ziel unserer auswärtigen Bildungspolitik. Wer erfolgreich ist und an einer PASCH-Schule ein Deutschzertifikat erwirbt, hat die besten Voraussetzungen, den eigenen Ausbildungsweg in Deutschland fortzusetzen. Ich habe Deutsch in Georgien gelernt und bin direkt mit dem DAD-Stipendium in 2009 nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich an der Universität Augsburg Bachelor und Master studiert. Ich war noch in der 8. und 9. Klasse, wo wir zum ersten Mal gehört haben, dass einer von unseren Schülern nach Deutschland gezogen ist und mit einer Ausbildung gestartet ist. Ich bin hier hingekommen mit total viel Abenteuerlust und irgendwie ganz viel Neugier und meine persönliche Entwicklung, das hat das DAD sehr, sehr beeinflusst. Das ist auch eine geile Erfahrung. Ich muss sagen, in den letzten 2 Jahren bin ich zu dem Mensch geworden, die ich jetzt bin, und damit bin ich richtig glücklich. Ich habe einen Traumjob gefunden, ja.